Seit 1000 Tagen begleiten mich nun die Folgen meiner Corona-Infektion. Es gab in der Zeit kleine Aufwärtstrends. Es schien teilweise fast so, als könnte ich irgendwie wieder zurück in ein teilweise normales Leben gehen. Aber vor allem nun die letzte Infektion, letzten Herbst, von nun über einem Jahr, ja, hat mich nochmal total ausgebremst und bremst mich seitdem. Ich werde oft gefragt, wie man sich diese Erkrankung eigentlich vorstellen muss. Ich versuche es dann so zu beschreiben, dass es in etwa so ist wie eine starke Grippe. Direkt die Tage, nachdem das Fieber abgeklungen ist, nachdem die Nase nicht mehr läuft. Und das in Dauerschleife. Das heißt, dieses unfitte Gefühl, diese Unfähigkeit, Sport zu treiben, seine Muskeln zu bewegen, sich lange auch mental anzustrengen, schwere emotionale Situationen auszuhalten. Das alles, was man direkt nach einer schweren Grippe spürt, das ist das Leben mit Long-Covid in Dauerschleife. Heute bin ich meist zu Hause, komme maximal alle Woche einmal raus. Heute ist jeder Tag für mich eine Herausforderung. Ich muss jeden Tag versuchen, die wenige Energie, die ich zur Verfügung habe, gut einzuteilen. Alleine einfache Tätigkeiten im Haushalt, selbst Duschen, ist durchaus oft sehr schwierig machbar. Es ist der tägliche Kampf um die Frage, was ich kann, die Frage, wie es mir geht, was ich die letzten Tage gemacht habe, dass es mir jetzt so geht. Es ist immer die Frage, wie kann ich möglichst viel machen, damit ich irgendwas machen kann. Jeder Crash, der passiert, trägt seine Folgen. Und Crash auf Crash hinterlässt seine Spuren. Das ist das Problem. Das heißt, ein einfaches Training ist nicht möglich. Eine einfache Überforderung wirft mich zurück. Das heißt, ich kann nur so viel machen, wie mein Energierahmen gerade zulässt. Und das, was mein Energierahmen zulässt, ist so wenig, dass es nicht reicht für ein Aufbautraining. Das heißt, in der Zwischenzeit baut der Körper selbstverständlich ab. Am herausforderndsten ist der Umgang mit der Post-Exceptional Malaise, bei der ich erst Tage nach einer Aktivität die Folgen davon spüre. Das heißt, wenn ich heute etwas Aktives mache, dann kann es sein, dass ich in erst auch 3 Tagen plötzlich bettlägerig bin und mich dann wundere, was eigentlich passiert ist. Das immer auf die letzten Tage zurückzuführen, ist eine große Herausforderung. In meinen schlimmsten Momenten breche ich zusammen, liege, bin bewegungsunfähig, völlig reizempfindlich und kann eigentlich gar nichts mehr. Der Moment dauert dann meist mindestens eine halbe Stunde bis zu einer Stunde. Danach kann ich mich irgendwie in die nächstbeste Liegeposition bewegen. Muss dann weiter ruhen.